Das ist eine schöne Uhr. Die funktioniert wenigstens. Ja, anders als meine. Meine tickert nicht mehr. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe etwas hergestellt. Was ist das? Ein bisschen alkoholisches. Was ist alkoholisch? Da wird man ein bisschen wuschig von im Kopf. Das benutzt man zum Entspannen meistens. Oder zum Feiern. Ach, die Menschis trinken das immer. Ja, denn es wird in den nächsten Tagen eine Taverne eröffnet. Das Das habe ist ich schon toll. gesehen. Das ist Ja, in da der kann man auch Nähe von Zimmer diesem mieten. großen. Das ist in der Nähe von diesem großen Feld. Ja, genau. Die ist heute fertiggestellt worden. Nur der Biergarten noch nicht so ganz. Bier. Ich bin eher so der Weinliebhaber. Oder Cocktail. Sind auch ganz. Wein habe ich leider nur aktuell den Grape. Aber in verschiedenen Variationen. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich bestimmt öfters mal vorbeischauen. Das können Sie tatsächlich sehr gerne machen. Es gibt allerdings noch kein öffentliches Eröffnungsdatum. Das muss noch geklärt werden. Ah, okay, dann bin ich mal gespannt. Wird bestimmt denn in der Zeitung kommen. Da gehe ich Ja. stark von Ja. aus, wenn die Schreiberlingfrau überlebt. Weißt du, wo die hin ist? Ich habe die gesucht Nee. und nicht gefunden. Die Ehrlich ist gesagt habe ich weg heute in auch die noch Welt. niemanden gesehen. Die ist weg, ist die hier? Ja, ich habe die Ja, es ist gesucht. ja ein Erlass rausgegangen, wo gesagt wurde, dass die wohl getötet werden soll. Ja, eine Hexe soll. Meinst du, sie ist eine Hexe? Die sah gar nicht wie Nein. eine aus. Mit Hexenverbrennung. Ja, war das nicht? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe das jetzt so interpretiert, dass der Schreiberling ermordet werden soll. Das Wäre aber schade. nicht nett. Denn mit Ich der habe das. Zeitung. Hier stimmt was nicht. Ich sag das doch die ganze Zeit, dass bei der Königin was nicht in Ordnung ist. Die ist bestimmt ganz doll krank. Jemand muss ihr Ja, helfen. das weiß ich nicht, was mit der Königin ist. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, wir haben Ich so eine gehe. Ich Theorie. glaube, ich gehe jetzt auch. Eine Ich Theorie. möchte ja nicht unbedingt, dass mich dieser Mann hier wieder in seine Krypta sperrt. Ja, Das denke sind ich mir. Gerüchte. Das ist kein Gerücht. Ich habe das selbst mitgemacht. Ja. Ich glaube, sie ist ein bisschen verwirrt. Ja, kommt nur so rüber. Sie ist so. Ach so, okay. Vielleicht sollte ich diesen Alkohol probieren. Ja, Sie haben recht. Oder vielleicht lieber doch nicht. Vielleicht wird es ja schlimmer, wenn. Ja, genau. Also lieber doch nicht. Aber das sieht interessant aus. Sind das Was denn? verschiedene? Sind verschiedene Sorten? Das hier vorne ist Hopfen auf der linken Seite. Vorne sind Grapes. Nee, nee, Also nee, Trauben weil, hier. nee, weil das, die haben eine andere, sehen an die anderen. Ja, es sind aber tatsächlich beides diese. Beziehungsweise alle. Ah, okay, weil das sieht hier dunkler aus. Ja, das ist wahrscheinlich der Lichteinfall oder so. Aber hier aus den Grapes mache ich Wein und aus dem Hopfen mache ich das Bier. Gemischt mit Weizen. Ah, und hier? Da wächst nichts.
das habe ich nur mal so ausprobiert. Okay. Weil ich nicht ganz genau wusste, wie der Hopfen wächst. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, wie Ihnen der Alkohol schmeckt. Ich werde natürlich auch nicht alkoholisches anbieten, denke ich mal. Ja, das wäre, glaube ich, besser für die Füchsin. Nicht, dass sie noch verwirrter wird. nee, das muss nicht sein. Wäre, glaube ich, nicht ganz so gut. Ja, mal schauen. Ja, ich werde die mal suchen. Die wollte irgendwie gucken. Ja, sie wollte gucken, ob die Stadt auch von Schleim heimgesucht wird. Von Schleim? Ja, vor der Stadtmauer sind blaue Schleims aufgetaucht. Das hatte ich bei der Taverne im See tatsächlich auch. Außen nichts, große, kleine, mittlere und auf einmal waren wieder ein paar Tiere da. Einmal waren da paar Hühner da. Seit Ewigkeiten habe ich da keinen Huhn rumrennen sehen. Auf einmal waren da wieder zwei Stück. Ich habe hier in der Stadt auch noch nie Hühner gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Also das war außerhalb der Stadt. Da am Turm. An den heruntergekommenen. Ach so. Da waren auf einmal zwei Hühner. Das ist sehr komisch. Ja, weit und breit nichts und auf einmal zack. Aber kommt mir nur zugute. Jetzt habe ich zwei Hofhühner. Ja, sehen Sie mal. Das ist ja gar nicht mal so unpraktisch, wenn die Tiere dann hier spawnen. Wiederkommen. Jo. Muss ich sagen. Die Beeren kann man übrigens auch essen. Ah. Sie können die Beeren ja demnächst mal probieren. Ja, das werde ich auch. Wenn ich wieder ein bisschen Hunger habe. Genau. Bevor ich losgegangen dann hoffe ich, dass die. Bevor ich losgegangen bin, habe ich ja gründlich ernährt. Ja, das soll auch so sein, bevor man weggeht, ne? Nun ja, ich gehe mal nach der Füchsin gucken. Sagt, sie wollte gucken, ob die Stadt auch heimgesucht wird. Blauen so. Schleimviech. Ja, nee, dann folgen sie immer lieber. Bei ihr weiß man ja, denke ich mal, nie. Ja, ich pass mal ein bisschen auf sie auf. Füchse müssen ja zusammenhalten. Richtig. Mann, Mist, jetzt hab ich mich verquatscht und jetzt habe ich die Füchsen verloren. War das? Irgendwo war noch ihr Bau. Vielleicht? Ah, hier. Jemand da? Hallo? Nee, nicht da zu sein. Ach, oh. Ein Bienenstock. Oh, guck mal. Sind sogar kleine Waben und wow. Gehört es etwa? Da muss ich mal nachfragen. Das hier es ist oder nicht? Da! Tatsächlich. Hier sind auch Schleimviecher. Und nicht mega viele sogar. Drei riesige Viecher, oh Mann. Die Füchsen habe ich schon wieder verloren. Oh. Einmal nicht aufgepasst. Denn
Aber der Typ ist immer noch da drin. Erstmal die Taverne angucken. Du. Dann noch das. Nee, das war das Rind. Okay. Dun dun dun. Ob man da schon reingehen kann? Oh. Schon mal nicht schlecht aus. Die blaue Schleime. Mögen also Wasser, okay. Und das ist, glaube ich, der Biergarten, was er meint. Ah, mit Ofen? Gut, wo ist denn jetzt die Füchsin? Irgendwo muss sie doch sein. Mal auf den Markt gucken. Ich glaube nicht, dass sie einfach in die Zwergenwelt gegangen ist. Nicht mehr zum machen. Okay. Die hat doch irgendwas mit dem Friedhof gucken. Nee, die ist verschwunden. Hä? So, das ist okay. Dachte. Wie ist sie denn? Äpfel. Gibt's nicht, das kann doch nicht sein. Hey, weißt du, wo eine Füchsin ist? So, kleiner, weiß. Hallo? Wenn nicht. Wo zum okay. Da ist ein Typ in ein Kleid. Will's nicht wissen. Blauer Fuchs, warte. Ach, da bist du ja. Hab dich überall gesucht. Ja, ich hab dich auch gesucht. Der Merlin will mit dir reden.
In der Stadt, da wimmelt's auch nur von diesen schleimblauen Viecher. Ja, ich habe auch welche erschlagen da bei dieser Taverne. Ja, ja, dieser komische Flint hat da seine Taverne in der Nähe. Und der Merlin, der wollte dich sprechen, ja, ja. Okay. Ja, der wollte dich sprechen. Vielleicht sind die noch bei der Taverne. Da war ich auch, aber... Merlin! Ich hab ihn gefunden. Aber was ist denn jetzt mit Amy? Also ich meine, Sweet Amy ist anscheinend ein fliegendes Bett und eine fliegende Fackel. Und es heißt anscheinend Sweet Amy wird mir angezeigt. Aber was ist denn Sweet Amy? Ich sehe da nichts. Ja, sehen wir, der Fuchs sieht auch nichts. Aber es ist doch weg, es war doch eben noch da. Sie haben gerade das fliegende Bett aber gesehen. Ich sehe nichts. Hab ich gesehen. Ja, Frau Fuchs, die beiden sind da, deswegen... Da! Ich glaube, die haben geschnüffelt. Siehst du da was, blauer Fuchs? Da ist einfach nichts. Nee. Hier ist gar nichts. Ich sehe nichts. Ja, ich glaube, die beiden haben... Die haben, glaube ich, den ungegärten Alkohol getrunken. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, anscheinend ja doch. Nein. Sei nicht so gemein. Ja. Die sehen die fliegende Betten, fliegende Fackeln, das fliegende Kerzen. Das habe ich auch gesehen. Hat diese Freundin den Alkohol auch schon getrunken? Nein? Nein, habe ich nicht. Und außerdem habe ich das zur Taverne Moment. Fliegen sehen. Da vorne. Ja, ja. Da. Beim Baum, oder? Beim Baum, oder? Ja, da war irgendwas. Bei dem großen Baum. Also haben die doch recht. Ich wusste doch, dass du komisch bist. Du willst uns sagen, aber dass da nichts ist und dann ist da doch was. Ich hab noch was für Sie. Was will ich sagen? Du willst Blin, sagen, dass da nichts ist, aber ja. Dass da doch was ist. Ja, vielleicht bildest du dir ja auch was ein. Mit den Samen können Sie vielleicht was anfangen. Aber wenn ich mir was einbilden würde, dann würde ich ja sehen, was ihr euch einbildet. Also bild ich mir jetzt einfach, ich hätte nicht gesehen, was also vielleicht bildest du das dir einfach weg? Vielleicht bildest du mir weg? Ja. Wenn man sich was einbilden ja, kann, vielen Dank. Wegbilden. Oder wenn man dann ausbilden, vielleicht bildest du dir was aus. Das sind auch Blubberblasen. Das ist komisch, alles. Das glaubt. Du bist komisch. Ich glaube, er bildet sich was aus. Das glaube ich nicht. Verstehst du das? Naja, wenn man sich was dazu denkt, dann nennt man sich das einbilden. Also wenn man sich was wegdenkt, kann man es auch ausbilden nennen. Also du bildest dir etwas aus. Ich weiß ja nicht, also irgendwie... Also hinter dir ist was Kleines. Also ich bin mir sicher, sie bilden sich das nur aus. Hier leben ganz komische Wesen in der Stadt. Da. So. Die drehen sich... Freund ist auch klitzeklein. Und ich soll nur was komisch sein, wenn wir fliegende Kerzen? Er ist komischer also. Magier. Ja, er hat sich klein gemacht. Ich weiß ja nicht. Ihr wollt mir sagen, dass ich mir was komisches einbilde. Was ist das denn? Ja, danke schön. Merlin hat sich irgendwie... Ich bin komisch. Ja, du bist gezaubert. Wirklich komisch. Ja, ich glaube auch, aber eben ist das letztens auch schon passiert. Na, du hast so eine komische globsche Brille und redest immer ganz komisches Zeug. Bist du komisch, ja? Er bildet sich halt was aus. Irgendwas hat mich geschlagen. Ich glaube, ich bin ja nicht komisch, das von uns. Das, hast du das jetzt gesehen? Er wurde geschlagen von etwas und niemand war in seiner Nähe. Dass er gerade sich vor irgendwas erschrocken hat und weggesprungen ist? Das hat nein! Der hat sich nicht erschrocken. Er hat sich dabei doch sogar den Knöchel umgeknickt, das hat man noch gehört. Irgendwas gehört. Ja, ihm. Vielleicht wurde er von einer Grille gezwickt.
Natürlich, von einer Grille. Ich habe noch nie eine Grille gesehen, die zwickt. Also du machst dich hier gerade nicht wirklich Freunde, Flynn. Vielleicht solltest du es einfach mal sagen, dass du es auch siehst. Du musst keine Angst davor haben. Ich hab... Ein Zug. Ich sehe nichts. Das ist es ja. Guck mal, das ist der blaue Fuchs. Das ist der Björn. Ich Ellie, wer du? Ich bin Mr. Björns. Hallo Mr. Björns. Du mögen Äpfel? Ja. Ah, vielen Dank. Gerne. Ich muss jetzt erstmal was essen. Hier Ihre Äpfel. Oh, vielen Dank. Ich habe nur leider keine Münzen dabei. Aufs Haus. Ich hoffe, Sie können was mit den Samen anfangen. Ja, in der Tat. Wenn... Kriegen Sie das her? Wenn, Ellie. Ja... Danke. Dann irgendwie... die anpflanzen kann. Ja. Im Notfall suchen Sie mich auf und ich versuche Ihnen zu helfen mit den Anpflanzen, weil einige sind ein bisschen sturer. Jo. Ja, das werde ich bestimmt in... Anspruch nehmen. Ich kenne mich nicht so aus mit Landwirtschaft. Okay, okay. Ja, ich werde der Füchse mal folgen, die hat irgendwas. Ich hab sie nicht verstanden, auf jeden Fall. Die ist jetzt schon wieder weg. Ich bin die ganze Zeit nur am Suchen. Sie ist immer weg. Okay, aber mir fällt gerade auf, wir haben dieselbe Robe. Ja. Das ist so eine Standardprobe, die habe ich gefunden, eingestaubt, Kleiderschrank. Soll ich kommen mit? Füchse suchen. Da springt irgendwas auf den Baum hin und her. Ja, klar, warum nicht? Zu zweit lässt sich besser suchen. Ja. Ah, da ist sie ja schon.